Ja, Werner, es läuft hier mal und wunderbares Wetter. Seit dem 11. Dezember ist die Saison eröffnet worden, das war also gestern. Und heute bereits natürlich der schönste Tag. Da lagen gute Aussichten für den nächsten Winter zu. Mal, wie es aussieht, super. Wir haben gestern eröffnen können. Das Wetter gestern war nicht ganz so schön. Und heute, jetzt Traumtage oder die nächste Woche, hat er super Wetter. Schneeverhältnis hervorragend. Und wenn wir Schwein haben, wird es doch relativ lang den Schnee heben, dass wir über die Weihnachtssaison, und wir hoffen natürlich auch über die Sportsaison, den Schnee behalten, dass wir das Lift aufhalten können. Und ihr kommt den Schnee auch pflegen, ihr habt einen Bulli, gell, natürlich. Wir haben einen Bulli, genau, seit 3 Jahren neu. Und wir haben schon relativ früh, sobald wir den Schnee hatten, haben wir angefangen, den zu planieren, damit er fest ist, dass im Fall so ein bisschen Stürme kommt oder so, uns nicht alle Schnee wegnimmt. Und das ist doch hochprofessionell, gell? Es wird angebügelt, das hat auch ein Chef da. Also, das ist nicht einfach nur so ein kleines Skilift, sondern wirklich sehr gut betrieben. Also der Skilift ist sicher klein, aber ist natürlich professionell betrieben. Es ist im Normalfall sind mindestens 3 Mann im Einsatz. Einer ist am Anbügeln, der Chef ist meistens zum Lösen, um ein bisschen zu kontrollieren. Und eine Bergstation ist einer aus Sicherheitsgründen. Das ist die Minimalmannschaft, die wir haben, die ganze Zeit. Wann ist es offen? Über das Wochenende und Mittwoch, glaube ich, oder auf Anmeldung? Also offen ist es normal Samstag, Sonntag, Mittwoch und Nachmittag, plus über die Weihnachtsferien und über die Sportferien. Und wenn wir Anmeldungen haben, sind es Firma oder Schulklassen, so, da muss man selbstverständlich auch öffnen. Da sind wir relativ beweglich. Und wo kosten da Tageskarten? Die Tageskarte ist für Kina 8 Franken, dann gibt es 4 Franken ein Gutschein vom Berghaus, also netto 4 Franken. Und beim Erwachsenen ist es, glaube ich, 18 Franken, die Hälfte, also 9 Franken. Also für Familien ein sehr günstiges Angebot. Kann man alles im Internet anschauen, gell? Und die Webkamera zeigt auch ein bisschen, wie die Verhältnisse sind, oder? Wir haben ja eine neue Webcam, die seit gestern läuft. Und dort sieht man alles drauf. Man kann da schauen, wie das Wetter ist, wie der Skilift läuft. Man kann auch drauf schauen, wie die Preise sind. Da ist alles auf unserer Homepage drauf, wo seit vorgestern frisch gemacht ist. Dann könnte man mit dem Wort vom Kandersteger sagen, Freude herrscht. He? Ja, also bei uns kann man sagen, mal wenn das Wetter so ist, kann man sagen, Freude herrscht. Und wir hoffen, es bleibt noch das Verhältnis lang so gut, dann ist es ideal das Skigebiet. Ein Angebot von der Ortsgemeinde Buchs ist ja nicht selbstverständlich. Gell? Also, kannst du dich erinnern, weißt, wie man überhaupt auf derge Sachen gekommen ist, dass man so etwas da in Betrieb nehmen will und wie man da so ein bisschen angedenkt hat? Das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass die Ortsgemeinde solches macht. Also, es ist ganz klar, wenn man hat will, generell den Bürger von Buchs oder von der Umgebung etwas bieten, etwas Günstiges bieten. Und ist mir klar, so ein Skilift könnte ein Privater rein aus finanziellen Gründen nicht betreiben. Ist klar, wir haben mit dem Skilift, mit dem Busbetrieb, das kostet doch relativ viel Geld. Und das ist etwas, wo man der Bevölkerung wieder etwas retourgeben kann von Ortsgemeinde. Das haben wir noch vergessen. Man muss immer mit dem Auto rauskommen, gell? Man kann das Velo daheim lassen oder was auch immer. Also man kann mit dem Bus rauskommen und das zwar eben Sommer und Winter natürlich. Ja, wir haben einen Jahresfahrplanbus. Der fährt also im Normalfall einfach Freitag, Samstag. Plus, wenn der Skilift während der Wintersaison und Mittwochnachmittag, also gut Skifahren, könnte man immer mit dem Bus gehen. Marco Kuhn, du hast gesagt, du warst ein echter Stadt St. Gallen, in Zürich, Engadin und so weiter. Wie kommst du so hierher und wie gefällt es dir? Also hierher war es ein bisschen speziell. Nach knapp 30 Jahren in Zürich und im Engadin aufgewachsen, wollte ich halt wieder zurück in die Berge. Habe das mit meiner Frau angeschaut. Da haben wir gesagt, ja, so Umkreis ganz 20 Kilometer. Und dann haben wir hier in Buchs etwas gesehen. Und wir haben aber auch schon einen Haufen Freunde hier. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir hierher. Und dann bin ich aber auch auf Chur rauf gearbeitet. Bin jetzt aber seit 2 Jahren früh pensioniert und habe dann gesehen, dass das Inserat aufgeschaltet ist, dass da noch Mitarbeiter Skilift suchen bei der Ortsgemeinde. Habe dann sofort geschrieben, haben wir da ein super nettes Gespräch geführt. Und jetzt bin ich den zweiten Winter hier und habe mega Freude, um hier die Leute befördern und bedienen. Und dass der Skilift läuft und dass die Familien eine Freude haben hier oben. Und super Pistenverhältnis, gell? Kaum und Stein, das musst du wegnehmen. Ja, mega hammergut. Das ist ein fulminanter Saisonstart, absolut. Noch nie so einen gehabt, obwohl ich erst den zweiten Winter hier bin. Aber ich habe mir das sagen lassen. Und da sind wir natürlich schon sehr froh über die super Verhältnisse, die wir hier geniessen dürfen.
Es ist ganz 12 Uhr, vielleicht haben wir es nicht gehört, der Lift hat abgestellt. Also, ihr macht eine Mittagspause, natürlich auch am Wochenende, gell? Aber wenn jemand noch rauffahren am Schluss einmal, dann ist man da ein bisschen entgegengekommen, gell? Also, wir sind sehr flexibel, wenn es viele Leute hat, vor allem gerade in der Weihnachtsferie und in der Sportferie, dann lassen wir selbstverständlich den Lift über den Mittag laufen. Dann tun wir auch ein bisschen das Berghaus entlasten, damit nicht alle am 12 Uhr dort runterspringen. Und wenn jemand halt dann einmal eine Minute ab 4 Uhr rauf will, natürlich lassen wir dann die Person auch noch auf. Aber wir sind da recht flexibel unterwegs. Du bist schon ein paar Mal auf und abgefahren. Weißt du, ein Haufen sagt dann, ja, ist ein kleines Hügel und so weiter. Aber es ist gleich noch etwas Lässiges, gell? Man hat zwar verschiedene Pistenmöglichkeiten. Ja, ich bin selber auch schon auf der Ski gestanden dort oben. Und vor allem bin ich mal mit dem Rettungsschlitten oben runtergefahren, da ich ja mitverantwortlich bin für die ganze Rettung. Und habe das einmal geübt. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn jetzt noch jemand drin ist, dann wird es mega anstrengend, das geht grauenhaft dabei. Aber ja, ich bin schon gesehen und wir haben schöne Pisten auf beiden Seiten. Ich finde das sehr abwechslungsreich für die 550 Meter Lift, die wir hier haben. Ganz eine tolle Sache. Du bist ein Pensionist, voll von Freude, he? Ja, definitiv. Definitiv. Das sprüht nur so. Ich bin ein Lebensmensch, ein Froher. Mir ist es wichtig, dass man jeden Tag auch lachen kann, freundlich und nett ist und korrekt. Und dann ist für mich die Welt total in Ordnung. Ja, ich würde sagen, 12 Jahre bei Beiz, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gell? Dann machen wir doch das. Gell? Danke dir vielmals. Schönen Tag und einen guten. Tschüss. Ja, dies, das ist auch so, dass du am wenigsten kannst brauchen, gell? Pause. Du schaust lieber im Skilift. Bist du lieber im Skilift. Und wenn ein Haufen Leute sind, dann läuft etwas und dann geht die Zeit um. Und das ist interessant. Und wenn du oben stehst und die unten stehst, ist das ein Unterschied? Das, die oben ist natürlich, musst du einfach aufpassen, dass niemand hängen bleibt oder umgeht. Hingegen hier unten, klar, musst du schon aufpassen, wenn du nicht umgeht, dann musst du einfach sofort Stopp drücken. Oder? Für das ist ja, sind ja die Knöpfe da. Und für das hat man eine Anlage gemacht vor ein paar Jahren. Und das ist super, wirklich. Und wir haben auch ein super Team. Und da gibt's verhebt alles. Und wenn du die oben schaust und sie kürfeln, folgen sie dann, wenn du dann sagst, ja, so? Ja, man muss einfach dann manchmal ein bisschen lauter reden mit ihnen und dann folgen sie wirklich. Da muss ich also sagen, man hat also bis jetzt nie ein Problem gehabt. Oder? Und das ist also wirklich super, muss ich sagen. Und ja, man macht es jetzt ein paar Winter und ich habe gesagt, das sei das letzte Mal. Ja, eben darum frage ich. Das letzte Mal hast du gesagt, das sei das letzte Mal. Ja, aber da hat eben der Kollege aufgehört und da habe ich gesagt, dann mache ich nochmal das Jahr und mal schauen, das nächste Jahr. Die Gesundheit ist wichtig und wenn die Gesundheit stimmt, dann mal schauen. Ist ja schön, als Pensionist hast du es für die Jugend sicher, zu gehen, sicher, oder? Sicher, oder? Und du hast all Kontakt mit Leuten, die du so nicht kennst oder so. Und eben von früher her, halt eben vom Arbeiten her, wo du einen Haufen kennst oder so. Nein, es ist eine interessante Sache, muss ich sagen. Es ist super. Und jetzt kommt der Gast, was ist es da? Hoi! Du, dies? Ja. Da wäre es nichts, hä? Fahrst du schon mal mit denen? Ich fahre noch jemanden. Einfach im Notfall. Oder? Ich habe gesagt, die Jüngeren sollen fahren. Wenn es nur dem Mann ist, dann fahre ich auch. Es ist ja keine Kunst. Du hast ja ein Hebel, wo du einfach Gas geben und wieder loslassen und fertig. Oder? Fast einfacher als Skifahren. Ja, ist einfacher als Skifahren. Also deshalb fange ich nur an. Aber der Lift, gell, da ist wirklich gut ausgerüstet mit allem. Weißt du, vom Personal her, alles von der Technik. Alles wirklich super ausgerüstet, alles tiptop, muss ich sagen. Also da könnte man nichts reklamieren.